Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Erstmal ein Käffchen. Oh, so. Prost. Ich habe heute was Schönes für euch. Ja, wir basteln heute. Ich habe letztens so ein ganz tolles Kompliment bekommen. Da ich ja zwei Katzen habe und auch in der Wohnung rauche, zweimal gut durchlüfte, kamen bei mir Nichtraucher zu Besuch. Ja, die kamen. Und die haben dann zu mir gesagt, ach schön, endlich mal eine Nichtraucherwohnung ohne Tiere und so weiter. Mann, das riecht so frisch hier. Da habe ich mir so im Stillen gedacht, oh, wenn ihr wüsstet, was seid ihr blöde. Es wird geraucht hier, ich habe zwei Katzen. Ja, und die wollten dann wissen, wie ich das so mache. Und ich hatte ja schon diverse Steckdosenbelüfte ausprobiert. Ich hatte von Fabrice diese drei Kammern, wo eine Kammer immer leerer ist als die anderen. Es kostet Heidengeld, 7,95 pro Steckdose im Zimmer, wenn man das mal umrechnet. 1, 2, 3, 4, 5 Zimmer, ne? Also 7 mal 5. Es macht sich schon bemerkbar und das sind dann auch so 35, 40 Euro im Monat. Und irgendwie habe ich mir gedacht, da musst du doch noch was anderes geben damals. Und da hat mir jemand einen Tipp gegeben. So, und den verrate ich euch. Also, schreibt alles mit. Ist nicht so schwierig. Das Ganze hält 8 Wochen und dann könnt ihr es einfach erneuern. Es kostet kaum Geld. Ich habe mir von Action so blöde Glasschalen geholt für 79 Cent. Das braucht ihr. Dann braucht ihr Lenor. Aprilfrisch ist der intensivste und langanhaltendste. Dann braucht ihr Kaisernatron. Dann braucht ihr von Lenor Wäscheparfümperlen, auch Aprilfrisch. Ein paar Zimtstangen, ein paar Orangen, Orangenöl und ein bisschen Yin-Yang. Ja, und dann geht's auch schon los. Hier ist eine Schale Salz, normales Streusalz, also nichts Dolles. Und da kippt ihr einfach, ich habe jetzt, sag mal, für eine Wohnung, mache ich heute 10 Schalen. Ne, gerade am Katzenklo kommt eine hin, dann im Badezimmer eine, Schlafzimmer, dann in meinem Kleiderschrank stelle ich auch eine hin. Und da braucht man schon einige. Einfach Lenor in das Salz. Mit einem Löffel immer schön umrühren. Einfach reingießen und ein leckeres Süppchen machen. Lecker. Und abends gibt es noch eine dolle Mahlzeit. Das könnt ihr auch im kleineren Bereich machen. Das heißt also pro Schale 6 Esslöffel. Ne? Die es jetzt kleiner gestalten wollen. Ne, ich mache das gerne, wenn man in eine Wohnung reinkommt und die riecht so nach frischer Wäsche. Ne? Das finde ich total toll. Gerade so im Rauchbereich, normalerweise raucht man ja nicht in der Wohnung, aber ich sitze am Computer, arbeite manchmal auch viel und dann habe ich keinen Bock, ständig auf die Terrasse zu gehen. Ich lüfte gut durch, das ist auch wichtig, aber ich möchte nicht, dass wenn ich Gäste bekomme, auch Nichtraucher mal, dass die dann so muffig hier oder so weiter. So, machen wir einen schönen Brei. Und vermengen das einfach, ne, dass wir so einen schönen nassen Sand haben. Dann haben wir noch einen Schuss rein hier, lecker, lecker. Bitte nicht essen. Ich sag's ja nur, ne? Ich hab's euch ja vorher gesagt. Und ihr werdet sehen, eure ganze Bude riecht nach frischer Wäsche tagelang. Also bei mir hält das immer 2 Monate.
Und Natron deswegen zum Neutralisieren der Luft. Also neutralisiert, nicht die Luft, Quatsch, neutralisiert unangenehme Gerüche. So, das vermengen wir auch gut. Ja, es gibt so viele Hausmannstricks, die wirklich toll sind. Also zum Beispiel so einen kleinen Tipp nebenher, so, zum Beispiel wenn ich den Mülleimer aufmache, mag ich nicht so gerne, dass das so unangenehm riecht. Und da mache ich immer hier, mache ich oben im Deckel ein so ein WC-Dingen rein. Klack, reinpressen und wenn er den Mülleimer aufmacht, super Duft. Ne? Das sind so kleine Tricks und man muss ja nicht sein Geld für rausschmeißen dafür. So, das ist so ein Brei. Ne, so ein nasser Brei entsteht. Dann kommt gute Lenore. Bitte keine Rossmann-Sachen, Billigdinger nehmen, die riechen nicht so gut. Das ist vom Geruch am besten. Also, und dann einfach auch schön da reinstreuen. Gibt auch eine schöne Farbe. So. Mal noch ein paar rein hier. Gibt es ein leckeres Süppchen. Boah, das riecht jetzt schon geil. Hammer. So.